So, das ist die letzte Aufzeichnung für dieses Autismus-Buch, also für diesen Segment heute. Heute gewaltfrei, ein Buch Anja Palitzer und Olaf Hartke, 366 Denkanstöße für jeden Tag, gewaltfreie Kommunikation im Alltag. Und auf der Seite 51 lese ich jetzt noch für den 16., 17. und 18. April. Und am 19. April gehe ich dann wieder live. Das sollte dann der Urlaub vorbei sein, weil ich bin nämlich vom 10. bis 16. Urlaub. Ohne Social Media Kontakt. Ah, der 16. ist Samstag, nein, ist ein Sonntag. Der 16. April ist ein Sonntag. 16. April 2023 von Karl Kaspers. Die Menschheit zur Freiheit bringen, das heißt sie zum Miteinander reden bringen. Okay, Gedanken. Anstoß, Denkanstoß, Impuls. Sie kennen das Gefühl des Unbehagens und den Schreck, wenn zwei sich streiten. Und auch, sorry, und auch die Erleichterung und die Freude, wenn sie wieder aufeinander zugehen. Nähern Sie Ihr Bedürfnis nach Miteinander und Harmonie, indem Sie beide darin unterstützen, Ihre Bewertungen in Beobachtungen, Gefühle, Bedürfnisse und Bitten zu übersetzen. Oh, das ist ein Translating. Ne? Ein sehr schöner Gedankenanstoß zum Sonntag, den 16. April. So, dann haben wir den 17. April. Das ist ein Montag. Und da kommt das Zitat, die Lebensweisheit von Mutter Teresa. Die Quelle, aus der ihr schöpft, muss tief genug sein. Dann werden die, die ihr liebt, früher oder später merken, wo sie entspringt. Noch einmal, die Quelle, aus der ihr schöpft, muss tief genug sein. Dann werden die, die ihr liebt, früher oder später merken, wo sie entspringt. Na, hoffen wir das. Handeln Sie, also der Denkanstoß, handeln Sie immer in Übereinstimmung mit Ihrem Herzen. Überprüfen Sie einmal, was Sie abhält, dies zu tun. Welchen Preis zahlen Sie dafür? Berücksichtigen Sie bitte, auch bei Vernunftsentscheidungen sind es immer wichtige Bedürfnisse, die Sie sich zu erfüllen versuchen. Welche mögen das sein? Es ist eine abenteuerliche Reise. Manchmal. Sie ist immer ein Abenteuer, wenn man sich darauf einlässt. Dann zum 18. April 2023. Das ist ein Dienstag von Marshall B. Rosenberg. Die Spiritualität, die wir benötigen, um einen sozialen Wandel zu ermöglichen, ist gleichzeitig die Spiritualität, die uns dazu mobilisiert. Spiritualität. Spirit, die wir benötigen,
Um einen sozialen Wandel zu ermöglichen, ist gleichzeitig die Spiritualität, die uns dazu mobilisiert. Das sagt Marshall B. Rosenberg. Ich überlege gerade, warum ich jetzt diese Denkpause habe, wie er das auf Englisch gesagt hat. Oder ob er das in Deutsch so gesagt hat, wie es da übersetzt wurde. Gut, der Denkanstoß dazu: Möchten Sie sich für Frieden und ein respektvolles Miteinander einsetzen? Die Herzensenergie, die Sie diesen Wunsch spüren lässt, kann Ihnen auch die Motivation geben, Ihr Projekt zu beginnen. Ja, that's a fact. Möchten Sie sich für Frieden und ein respektvolles Miteinander einsetzen? Ja. Die Herzensenergie, die Herzensenergie, die du diesem Wunsch spüren lässt, kann dir auch die Motivation dazu geben, das Projekt zu beginnen. Jetzt. Now. Und mit diesen Worten schließe ich meine Aufzeichnungen am 3. April 2023 aus Gmunden am Dransee. And I'm ending the meeting for all. Now.